da bin ich wieder mit einem Haul. Diesmal Drogerie und High-End. Und ich fange auch direkt mal an. Es gibt gerade noch ein paar kleine Lichtprobleme, aber die werden sich, glaube ich, jetzt mal geben. Worauf ich besonders gespannt war, war das neue Axe für die Frau. Sieht ja schon mal ganz schön aus. Ich habe aber vorher schon mal was gelesen, dass das jetzt gar nicht so toll sein soll. Ich habe mich nicht getraut, im Laden vorzusprühen und mal zu testen. Es erinnert mich an irgendeinen Rexona, aber diese kleinen Flaschen, diese bunteren, die so ein bisschen teeny-mäßiger aussehen. Und ja, für den Preis doch recht unspektakulär und es wird doch der einzigste Kauf davon bleiben. Dann, wo wir bei Rexona sind, habe ich mir das noch gekauft. Das ist dieses Long Lasting Linen Dry Ultra Dry. Keine Ahnung warum. Hat mich irgendwie gerade mal angesprochen. Dann habe ich mir einen Lippenstift von Catrice gekauft. So ein Shine Lippenstift. Ultimate Shine. Die Nummer 210. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht lesen. Kiss Kiss. Hibiskiss. Und den fand ich einfach nur so schön. Wegen dieser extrem knalligen Farbe. Deswegen musste der mit. Und vor allen Dingen, weil der echt schön pigmentiert war, ist und so leicht glossig ist. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe, die ich mir zu gebräunter Haut sehr gut vorstellen kann. Und dann habe ich mir von Catrice noch aus dieser Revoltaire LE diesen Powder Blush gekauft. Ich hatte den insgesamt, ich glaube, viermal in der Hand. Das war ja dieser Kumpel. Ich habe den noch gerade drauf. Aber der ist relativ schier. So sieht der eigentlich ganz gut aus, aber auf meiner Haut muss man da schon sehr, sehr spendabel mit sein und hauptsächlich in dem Dunklen drin rumwühlen. Aber so an sich ist der Farbton sehr schön, wie ich finde. Und deswegen habe ich ihn dann im Endeffekt doch mitgenommen. Das war jetzt, glaube ich, hier der vorletzte. Da waren sie eigentlich alle so gut wie weg. Fand ich ganz hübsch. Und dann habe ich mir noch aus der Essence Soul Sister dieses Bronzenpuder Shake Your Booty geholt. Das sah dann so aus. Ja, mit Bronzer kann man mich immer anmachen. Der ist jetzt so, auf dem Tester sah der sehr glitzerig aus. Das war eigentlich der einzige Grund, warum ich mir geholt habe. In echt jetzt ist er das aber irgendwie gar nicht mehr, was mich jetzt total enttäuscht. Da ist er einfach nur noch matt. Aber mir ist aufgefallen, irgendwie riecht er gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schoko oder Kokos oder beides ist. Also der riecht irgendwie tropisch. Gefällt mir gut. Und ist sehr weich. Das war's, wenn ich mir jetzt, ja, das war's aus der Drogerie schon. Dann habe ich aber noch ein paar schöne Sachen von Douglas. Und zwar zum einen einen Sisley Lippenstift. Der kam in so einem Samt-Täschchen. Und zwar ist das der Sheer Sorbet. Muss aber ganz ehrlich schon vorab sagen, ich bin total enttäuscht davon. Das ist dann hier so eine Farbe. Ich habe den auch schon ein paar Mal benutzt jetzt. Ich hatte mir da echt mehr von erwartet. Alleine schon beim Auftrag ist der irgendwie trocken und kratzig, der Lippenstift. Und bis da überhaupt mal irgendwas kommt, muss man da auch schon sehr, sehr oft drüber gehen und sehr spendabel sein, was ich finde, was bei gerade hier so, also man sieht, da ist nichts schier hin oder her, aber ein bisschen Farbe sollte doch schon auch bei einem schieren Lippi sein. Naja, nicht so der Brummer.
Und für den Preis, wie gesagt, echt enttäuschend. Deswegen lieber gar nicht länger drüber nachdenken. Dann habe ich mir noch einen Yves Saint Laurent Rouge Volupté oder wie man den nennt, geholt. Das sind diese hübschen Dinger und zwar Lingerie Pink. Oh, da ist jetzt noch von meinem anderen Lippenstift ein bisschen Farbe dran. Und zwar ist das so ein richtig schönes helles Rosa. Genau, was ich gesucht habe. Super weich, perfekte Farbabgabe, wie ich finde. Schön glossy, richtig cremig, also wirklich eine absolute hübsche Sommerfarbe. Sehr, sehr schön. Dann habe ich mir noch einen Yves Saint Laurent Lipgloss. Ich glaube, das ist der aus dieser Candy Eye, Candy Face LE und zwar dieser pinke. Mal gucken, die Kamera verfälscht die Farbe echt absolut. Das ist richtig, so ein richtig krasses Pink, ist fast schon Magenta. Hier muss man sagen, dass auch wieder so ein schöner Pinselapplikator ist, was mir sehr gut gefällt. Und die Pigmentierung ist absoluter Hammer. Und der ist auch echt schön auf den Lippen. Und der riecht auch irgendwie so, weiß nicht, nach Passionsfrucht, würde ich sagen. Es ist so ein wirklich sehr, sehr schönes, ich versuche mal, das ist jetzt blöd mit der Sonne, sehr, sehr schönes, glitzeriges, richtig intensives Pink. Gefällt mir sau gut. Passt außerdem, finde ich, auch super zu dem Hibiskus. Oh, jetzt bin ich aber hier extrem beleuchtet. Wirklich sehr, sehr schöne Farbe. Hallo. Blöd jetzt. Dann habe ich von MAC aus dieser Tour de Fabulous LE mir noch einen Eyeliner geholt. Und zwar sieht der so aus. Das ist hier so auch so ein sehr knalliges Pink. Das sieht jetzt zwar blöd aus, dass das an dem Holz so ein bisschen verschmiert ist, aber da kann man dann wirklich mal sehen, wie pink der eigentlich ist. Also wirklich extrem pink. Ich war erst ein bisschen enttäuscht, dass der doch für meine Verhältnisse schon ein bisschen hart ist. Aber im Nachhinein habe ich mich jetzt dran gewöhnt und finde es okay. Denn dementsprechend finde ich, hält auch der Lippenstift länger. Und zwar ist das so ein richtig schönes, krasses, grelles Pink. Und das ist die Farbe Embrace Me. Passend dazu habe ich mir auch aus der LE einen Lipgloss geholt, wo ich ja mal von der Größe schon mal absolut enttäuscht war. Ich dachte, mein Gott, die sind aber klein. Und zwar ist das die Farbe Style Packed. Hier wieder das Problem, dass diese Applikatoren Schwämmchen sind, was ich nicht so schön finde, aber trotzdem gibt der Applikator viel Farbe ab und man kann den auch gut noch über einen Lippenstift drüber auftragen, von daher ist das wieder okay. Und zwar sieht der dann so aus. Also ich finde auch den Gloss sehr, sehr schön. Leicht blaustichig. Sehr schöne Farbe. Dann kann man jetzt ganz gut tragen. Passend zu den schönen Lidschatten, die ich mir auch jetzt noch neu geholt habe von MAC. Finde ich, ist das eine super geile Kombi. Ich habe da schon Fotos gemacht, wer mich auf Facebook verfolgt. Hat die auch schon gesehen. Ansonsten werde ich mal gucken, dass ich noch einen Blogbeitrag dazu mache, wo ich dann verschiedene Make-ups mit den Lidschatten vorstelle, weil das echt ganz toll zu kombinieren ist. Und zwar habe ich zum einen den Parfait Amour Frost Finish. Der sieht so aus. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe gedacht, der wäre ein bisschen dunkler. Und auch, dass man den Schimmer etwas mehr sieht. Aber der ist ja eigentlich eher so ein bisschen pastellfliedermäßig. Was mir aber mittlerweile echt ganz gut gefällt. Und der Schimmer ist so ein bisschen ins Pinke gehen. Deswegen voll interessant, wie ich finde.
Den Schimmer kann man jetzt leider nicht so gut sehen, aber das ist so ein lila Fliederton. Und der geht dann so der Schimmer ein bisschen ins Pinke. Echt schön gemacht. War jetzt so auf Swatch-Fotos und so im Internet gar nicht so zu sehen. Leider habe ich hier keinen Counter, deswegen muss ich ja dann immer quasi blind kaufen. Dazu habe ich mir den Passionate gekauft. Der ist jetzt matt. Und zwar hatte ich mir aus dem Grund ja diese Revoltaire Palette von Catrice gekauft, weil da auch so ein ja ein bisschen knalligerer Rot-Pink-Pfirsichton war, aber der war ja richtig kacke. Dann habe ich mir aus einer Alverde LE ja das Shocking Pink Blush gekauft, um den als Lidschatten umzufunktionieren. Aber im Endeffekt habe ich jetzt doch den gefunden und das ist eigentlich so die Farbe, die ich mir die ganze Zeit gesucht habe. Ist dann schon ein bisschen knallig. Aber absolut tragbar, wie ich finde. Wenn man da mal guckt. Das ist schon was. Da kann ich jetzt die ganzen anderen Sachen dann getrost in die Ecke liegen lassen, weil der ist auch wirklich super pigmentiert und lässt sich auch klasse auftragen, nicht so wie das andere, wo du dann zigmal schichten musst und ach nee, das war irgendwie nix. Absolut gar nix. Und zu guter Letzt habe ich mir noch den Aquadisiac Lustre Finish geholt. Von dem bin ich fast am meisten begeistert. Der passt zu meinem Schimmermoss auch ganz gut. Und das ist so ein. Ja. Kann man eigentlich schlecht beschreiben. Ein Türkis. Da sind auch Glitzerpartikel drin. Aber das Türkise mehr ins Grüne gehend. Jetzt auf der Kamera wirkt er sehr bläulich. Aber geht eigentlich mehr ins Grüne. Und erinnert mich so an Poolwasser oder so. Also ist eine wirklich tolle Farbe. Der Glitzer, den hätten sie können weglassen, aber der blättert sowieso recht fix ab. Wenn man jetzt mal hier so guckt, sind es wirklich drei ganz coole Farben. Ich schalte ihn mal ein bisschen weiter weg. Das ist jetzt echt kacke wegen dem Licht. Aber sind wirklich drei richtig coole Farben. Und wie gesagt, die lassen sich auch super miteinander kombinieren. Ich habe das Aquadisiac einmal schon mit dem Lila getragen und einmal mit diesem Rotton. Und beide sahen echt super aus zu dem Blau. Und zu guter Letzt habe ich mir von MAC noch einen Blush gekauft. Aber ich denke, ich hätte mir niemals so gekauft. Einfach nur, weil er einfach irgendwie zu, ja, unauffällig ist, sage ich mal. Und der Name jetzt auch nicht so schwer viel vermuten lässt. Zwar habe ich den gekauft, weil ich den in irgendeinem Tutorial von einem Kim Kardashian Schminklook gesehen habe auf YouTube. Und zwar ist das der Sheer Tone Blush Blush Baby. Das hat mir so gut gefallen, da muss ich den natürlich gleich haben. Und zwar ist der so wirklich ein recht zurückhaltender Ton, aber ich finde sowieso diese Kardashian-Looks immer ganz schön, wenn man jetzt hier schaut. Also da ist nicht mehr wirklich viel zu sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt auch schon ein, zwei Mal getragen und da ist wirklich ein Hauch von nichts, aber wirkt schön, der Hauch von nichts, weil so einen leichten Pfirsich-Alt-Rosa Einschlag hat. Also hier, wenn man jetzt sieht, der ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und mit einem leicht goldigen Bronzer echt was, Bronzer Highlighter, echt was Schönes. Von daher, der trägt sich echt ganz schön. Und man hat einfach auch nicht zu viel. Deswegen, das kann auch mal sein. So extrem grelle oder Neon-Blushes mag ich sowieso nicht. Von daher ist das genau das Richtige für mich und ich bereue es gar nicht, den zu haben. Ich greife da recht oft zu. Wobei von den MAC Blushes absoluter Favorit, seit ich ihn habe, immer noch der Peaches ist. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Dann habe ich mir mal gedacht, so mit dieser, ich habe die Da Vinci, ja, Da Vinci Pinselseife zum Reinigen,
Wollte aber immer mal den Mac-Reiniger haben. Hatte dann aber ein Auge auf den von Bobby Brown gerichtet. Dann ist mir natürlich die Moni zuvor gekommen und war dann auch noch begeistert. Also hat das meinen Vorabend dann noch bekräftigt und ich habe mir dann geholt. Das ist er, der Bobby Brown Pinselreiniger. Brush Cleansing Spray. Und was hier gut ist, da ist direkt so ein Sprühkopf drauf. Ist recht ölhaltig. Man kann den Pinsel sauber machen und sofort wieder benutzen. Habe schon ausprobiert, ist wirklich klasse. Und ich finde den ganz gut. Preis, Leistung passen somit einigermaßen. Wobei ich halt finde, dass er ein bisschen günstiger sein könnte. Aber da ich den sowieso nicht so oft brauche und dass mein erster flüssiger ist, finde ich den mal ganz gut. Und zu guter Letzt habe ich mir noch ein Parfüm gekauft. Und zwar, da habe ich schon länger drauf nachgeguckt, das Viktor & Rolf Flower Bomb. Was mir so gut gefallen hat, ist sehr schön eingepackt. Und zwar extra nochmal in so einem Papierchen. Das ist jetzt die 30ml Flasche. Ich war echt enttäuscht, wie klein die eigentlich ist. Und zwar sieht die so aus. Das ist jetzt das Flower Bomb Extrem. Und ich ärgere mich wirklich, dass ich das gekauft habe. Weil diese 30ml liegen um die 65 Euro, glaube ich. Das Eau de Parfum wäre was günstiger geworden. Und das Problem bei dem Eau de Extrem ist, dass einfach nur die Gourmandnoten extremer sind, aber nicht die Blumennoten, wie ich finde. Und so riecht das halt sehr gourmandig. Und so war das nicht vorgesehen. Ich wollte mir den intensiveren Blumenduft. Deswegen werde ich mir mal den Sommerduft oder das normale Eau de Parfum mal holen. Aber ich rieche da, glaube ich, vorher in der Parfümerie nach. Aber nach wie vor ist es natürlich ein sehr leckerer Duft. Aber ich denke dann so fast ein bisschen was für Herbst. Das war's eigentlich auch schon. Im Großen und Ganzen zufrieden. Und muss auch ganz ehrlich sagen, der Catrice Lippenstift war eigentlich gar nicht so schlecht. Gut, ich habe ihn jetzt mit dem MAC Lip Liner drunter getragen. Aber nebst dem Pinkabell, den ich damals auch sehr gerne mochte, finde ich jetzt bis jetzt eine der besten Farben, die Catrice rausgebracht hat. Der Color Bomb aus dieser Revolte LE, der sah auch wirklich sehr, sehr schön aus, aber der war ja total grottenschlecht von der Qualität. Der hat sich abgesetzt, hat alles ganz trocken gemacht und so. Also hier, der ist wirklich supi, den kann man nur empfehlen. Bin ich sehr zufrieden, kommt sogar fast an das Tragegefühl von einem Yves Saint Laurent ran, finde ich. Deswegen ist das eine gute, günstige Alternative. Und ich weiß nicht, ob ich bei den Sisley Lippenstiften einfach nur einen Kackgriff gemacht habe. Aber der ist so schlecht. Ich würde mich echt mal interessieren, ob ihr auch so Erfahrungen damit habt. Oder gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne eigentlich kaum jemanden, der diese Dinger trägt. Apropos, nee, stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich trage den Aquadisia gerade. Aber nee, das ist der neue Vanessa's Paradise von Catrice. Aber ich habe hier unten den Essence Bronzer drauf und oben drauf den Color Bomb Blush. Und muss wirklich sagen, irgendwie der Geruch von dem Bronzer gefällt mir echt saugut. Der riecht richtig schön nach Sommer. Nun denn, ich werde hier weiter mal noch ein bisschen schnüffeln. Das war jetzt echt ein bisschen blöd, auch von den Lichtverhältnissen her. Aber ich habe echt so wenig Zeit im Moment, dass ich dachte, dass ich das jetzt mal schnell abdrehe. Und es kommen ja jetzt sowieso bald die Monatsfavoriten. Also ihr Lieben, bis ganz bald.